Lege diesem unmenschlichen Energieräuber das Handwerk und du wirst produktiver in deinem Leben sein. Mit Energieräuber meine ich die Pornografie, wie du schon im Titel entnehmen konntest. Wir sprechen auch das Thema Sex an. Alles heikle Themen, die dich vielleicht abstoßen. Also wenn es nichts für dich ist, dann schalt gleich ab. Aber lass dir gesagt sein, in meinem Kanal geht es darum, die Probleme beim Namen zu nennen und es gibt auch keine Tabus. Und das Thema betrifft nicht nur Männer, denn 90% deutscher Männer schauen Pornos, sondern es schauen auch gewisse Frauen. Und nicht nur zu Hause, sondern auch auf der Arbeit. Alle Statistiken und Links zu denen findest du übrigens in der Beschreibung. Warum komme ich gerade jetzt auf das Thema zu sprechen? Weil ich meine, dass wir ab Herbst weniger draußen sind, weniger motiviert sind, weil das Wetter schlechter wird, weniger Kontakt haben zum anderen Geschlecht, uns dadurch einsamer fühlen und dadurch die Gefahr erhöht ist, dass wir wieder zurückgreifen auf Pornografie und allem, was darauf folgt. Sprechen wir in diesem Video über die Ursachen, warum wir so viel schauen, die negativen Effekte und wie du sie bekämpfen kannst. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und Mutmacher-Mentor und habe selber mehr als 20 Jahre mit diesem Problem gekämpft. Es ist aber nicht nur mein Problem, es ist auch ein deutsches Problem, denn wir Deutsche sind Porno-Weltmeister. Ja, du hast richtig gehört, wir sind nicht nur Weltmeister mehrmaliger im Fußball, sondern auch im Pornoschauen. Was sind dafür die Gründe? Zum einen sind wir unter den Top 4 Nationen, was alleinstehende Menschen betrifft. Und warum sind wir alleinstehend? Dafür gibt es mehrere Ursachen. Zum einen haben wir nicht gelernt, dass wir in Gruppen funktionieren. Wir werden von Anfang an darauf getrimmt, im Wettkampf zu stehen mit anderen. In der Schule werden wir nicht in Projektgruppen wie in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, wo ich gelebt habe, habe ich das erlebt, dass Kinder schon von Anfang an viel mehr zusammenarbeiten, sie lernen, wie man sich in den Gruppen verhält, das kollektive Zusammensein, es steht viel mehr im Vordergrund. Zum anderen wird so viel kritisiert hier, alles wird schlecht geredet, man schaut immer nach außen auf die anderen, es wird dann schon von den Eltern beigebracht, man konzentriert sich nicht auf sich selbst, sondern auf andere. Also wie will man dann mit jemand anderen zusammenleben, wenn man ständig kritisiert und nicht weiß, wie man mit jemandem zusammenlebt? Daher aus meiner Sicht ganz erhebliche Gründe, warum wir zu den Top-Single-Nationen gehören. Zweitens, warum wir so viel Pornos schauen, ist die Unzufriedenheitsrate in der Ehe. Nämlich laut einer Statistik sind über 58% der Menschen unzufrieden in ihrer Ehe. Grund dafür mag sein, dass sie nicht mit dem richtigen Partner zusammen sind, dass sie nur oberflächlich entschieden haben, dass sie sich auseinandergelebt haben, unterschiedliche Wege gehen, sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit weiterentwickeln. Alles Gründe, die ich auch gekannt habe und meine Ehe kaputt gemacht hat. Aber letztlich ist es ein Teufelskreis, weil wir sprechen hier über das Thema Pornografie. Also wenn du dich zu den Pornos hingezogen fühlst, wie wirst du dann auch mit deiner Frau zurechtfinden? Aber dazu später mehr. Ein dritter Punkt, der auch nicht zu vernachlässigen ist, ist das Thema Stress. 66%, 2 von 3 Menschen geben an, dass sie gestresst sind. Mag daran liegen, dass sie einer falschen Tätigkeit nachgehen, dass sie ihre Arbeit nicht mögen, dass sie sich zu Hause nicht wohlfühlen. Entscheidender Punkt, warum sich die meisten gestresst fühlen, ist, weil sie keinen Plan haben. Sie legen sich kein Zeitmanagement zurecht, sie packen sich zu viel in den Tag und verlieren sich dadurch. Und dadurch sind sie ständig unter Druck, weil sie ihre Fristen nicht einhalten oder beziehungsweise sich keine Fristen setzen können. Alles steht wie sonst auch in Verbindung und trägt dazu bei, dass wir enorm viel Pornos anschauen. Noch ein Punkt, mittlerweile aufgrund des Internets, ist eine Einfachheit, diesen ultimativen Dopaminstoß zu bekommen. Auf Englisch nennt man es den PMO-Effekt. Pornografie, Masturbation, Orgasmus. Dass man dadurch, dieses Glückshormon wird durch sexuelle Tätigkeit ausgestoßen und dadurch geht es uns besser. Aber nur vorübergehend. Dieser ständige Zugriff auf Pornos ist eine Einfachheit und ja, macht uns faul, weil wir niemanden mehr verführen müssen. Wir brauchen kein Vorspiel mehr. Wir legen einfach los, haben diese schnelle Befriedigung, aber gleichzeitig tun wir uns nichts Gutes, weil wir enorm viel Energie abstoßen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich habe viel zu viel davon geschaut. Ich dachte, es wird mir hier dazu beitragen, meinen Stress zu reduzieren, meine Potenz zu erhöhen, mich glücklicher zu machen, meine Eheprobleme nicht zu konfrontieren. Aber letztlich hat mich das in diesem Teufelskreis noch mehr nach unten buxiert, durch das schlechte Gewissen, durch die fehlende Kraft. Und hat seinen negativen Beitrag dazu geleistet, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe in meiner Ehe, dass ich zu wenig Kraft hatte,
in meinem Job und deswegen gefeuert wurde. Und letztlich war ich süchtig nach diesem Pornoschauen. Und klar, manche werden dir sagen, das ist nicht so schlecht, Pornoschauen. Hin und wieder ist es sogar gesund. Es ist letztlich eine Sucht und deswegen schaust du auch das Video, weil du aufhören willst. Und du sagst dir, du willst nicht mehr, machst es aber nicht. Was ich möchte ist, dass du akzeptierst, dass es eine Sucht ist. Und wenn du es, sobald du es akzeptiert hast, kannst du es auch bekämpfen. Was passiert aber, wenn du nichts änderst? Es ist auch nicht deine Schuld, dass du nichts ändern kannst, weil hinter dieser Pornografie eine riesige Maschinerie steckt, ein Marketingsystem, ein milliardenschweres Instrument, damit nicht nur Pornos verkauft werden, sondern auch mit Werbung Geld verdient wird. Und letztlich aber, was passiert ist, dass dein Gehirn entführt wird, dass du das Gefühl hast, Sex zu haben. Und das Ganze wird noch viel schlimmer durch das Metaverse und diese Helme, ich weiß nicht, wie sie genau heißen. Und dadurch das findest du dich noch mehr in einer virtuellen Welt und hast das Gefühl, dass du mit einem weiblichen Wesen in Kontakt bist, körperlich, auf körperlicher Ebene, und dadurch noch weniger den Drang verspürst, dich mit jemandem zu treffen. Diese Marketingmaschinerie hat so eine Macht, dass mein Kumpel, ich nenne ihn mal Pedro, der in Berlin wohnt und dort für eine Porno-Webseite arbeitet, viel weniger Stunden, als ich damals für meinen Finanzmanager-Posten gearbeitet habe, mehr verdient, indem er eine Webseite unterhalten hat. Lass uns nun über die negativen Effekte des Pornoschauens sprechen. Das ist ein riesen Motivationskiller. Wenn du PMO hast, sprich du hast Pornos angeschaut, masturbiert und dann einen Orgasmus bekommen, dann ist alles andere langweilig, weil Sex, der Ausdruck deines sexuellen Bedürfnisses, ist der absolute Nonplusultra-Effekt, was den Dopaminausstoß angeht. Dadurch wird alles andere langweilig. Egal, ob es deine Beziehung ist auf emotionaler Ebene, dein Job, deine Laufbahn hinterherzugehen, irgendwelchen sportlichen Aktivitäten, wird alles langweilig. Ich habe den Fehler gemacht manchmal, dass ich Pornos geschaut habe vor Basketballspielen und dann selbst in den Spielen gemerkt habe, wie schlecht ich war, dass ich keine Kraft hatte, weil ich natürlich vorher, weil ich aufgrund meiner Aufregung vor Spielen, vor wichtigen Spielen besonders, dass ich dadurch immer runterkomme, aber letztlich war es genau der gegenteilige Effekt. Außerdem hast du keine Kraft mehr danach, weil die männliche Zelle, die Samenzelle, ist die dynamischste Zelle, die es gibt. Sie ist aus dem Grund, weil sie die Zelle ist, die Leben kreiert und nicht in deinem Körper abstirbt. Denn anders als die weiblichen Zellen, die periodisch absterben, bleibt die männliche Zelle dynamisch erhalten, je nachdem nach deiner gesundheitlichen Verfassung. Und andersrum natürlich, wenn du sie abgibst, dann braucht der Körper natürlich auch wieder gewisse Energie, um diese Dynamik, um diese unglaublich energiehaltige Zelle herzustellen. Wie einem Bauern, der Saatgut in der Hand hat, wird er das Saatgut eher benutzen, um es zu pflanzen, zu vermehren und diese potenzielle Energie zu nutzen, oder wird er es einfach wegschmeißen. Der zweite negative Effekt ist die soziale Distanziertheit und mehr Angstzustände. Also sobald du dich befriedigt hast, diesen ultimativen Ausdruck der Liebe, was Sex eigentlich ist, simuliert hast, wirst du keine Lust mehr haben, andere Menschen zu treffen und kennenzulernen. Und wissenschaftlich belegt ist auch, dass dieser PMO-Effekt dazu beiträgt, dass deine Angstzustände steigen. Deine Kraft nachlässt. Wie wirst du dann Probleme konfrontieren, wenn es dir an Energie fehlt und dadurch dann die Gefahr eines Burnouts und Depressionen ansteigt? Auch aus dem Grund, weil du eben nicht mehr diesen Drang hast, dieses Bedürfnis, sozial aktiv zu sein. Ich wollte zum Beispiel einfach nur noch in Ruhe gelassen werden und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich keinen Kontakt mehr mit meiner Ex-Frau haben wollte, dass ich keine Lust mehr hatte, Frauen zu treffen, besonders wie ich jünger war, was mich noch mehr in dieser asozialen Abwärtsspirale nach unten gebracht hat und mich zu einem Loner, zum Alleinsein geführt hat. Der dritte Punkt ist das Objektivieren von Menschen. Aus Männersicht wirst du Frauen immer mehr als Sexobjekt sehen und deine Denkweise komplett negativieren. Ich habe zum Beispiel keineswegs mehr irgendwelche Zärtlichkeiten und Kuscheleinheiten mit meiner Frau genossen, sondern nur noch den Akt selber, was uns auch auf emotionaler Ebene immer mehr auseinandergebracht hat. Das Gleiche bekommst du bestätigt von einem ehemaligen Pornostar. Den Link habe ich dir auch in die Beschreibung gesetzt, der gesagt hat, dass er sich lieblos gefühlt hat und keinerlei Gefühle mehr für Frauen zeigen konnte. Das ist auch das Teuflische an diesem Pornoschauen und alles, was danach kommt.
dass wir diesen Kontakt mehr zum anderen Geschlecht nicht mehr suchen. Also was sind nochmal die drei negativen Effekte? Es ist ein Motivationskiller, weil enorm viel Energie abgegeben wird durch dein Sperma, durch diese ultimative Lebensenergie. Zweitens, du wirst immer asozialer aufgrund der scheinbaren Befriedigung des sozialen Kontaktes. Und drittens, du siehst das andere Geschlecht immer mehr als Sexobjekt. Wenn du akzeptierst, dass es sich bei Pornoschauen um eine Sucht handelt, dann bist du jetzt in dem Zustand, diese Sucht zu bekämpfen, um mehr in deine Kraft zu kommen und Tatendrang zu verspüren. Die erste Bekämpfungsmethode ist die Implementierungsgeschwindigkeit. Wenn sich das oben genannte stimmig für dich anfühlt, dann solltest du sofort jetzt ins Handeln kommen. Denn nach 2 bis 3 Tagen ist die Motivation wieder weg. Und wenn du dir jetzt alles aufschreibst und ins Umsetzen kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du in Zukunft deine Gewohnheit ändern kannst. Zweiter Punkt ist die Vernichtung aller Versuchungen. Damit meine ich, dass du alles, was du an Bildern, an Videos, an Zugängen hast, auf pornografisches Material, aber auch auf leicht bekleidete Frauen, die dich dazu anregen, die dich heiß machen, wieder an Sex zu denken, dass du alles von deinem Handy, alles von deiner Wand, an Postern, an Bildern, alles vernichtest, was es gibt. Bestenfalls richtest du dir auch eine Browser-Einstellung ein, Kindersicherung, die es verhindert, dass du auf bestimmte Seiten Inhalte im Internet zugreifst. Du wirst sehen, auf Mozilla ist gar nicht so einfach. Es gibt keine direkte Möglichkeit, sondern du musst ein Add-on runterladen. Beachte jedoch, dass wir in Bildern denken und jedes Mal, wenn du eine nackte Frau siehst, dann wirst du an Orgasmus denken und wirst wieder versuchen, dich anderweitig zu befriedigen, als eigentlich die Natur vorgesehen hat. Ich zum Beispiel habe selber alle Bilder vernichtet von anderen Frauen. Das solltest du auch machen. Natürlich deine Partnerin, dein Partner kannst du gerne noch behalten. Wenn dich das dazu motiviert, in körperlichen Kontakt mit der Person zu kommen, um deine Beziehung aufrechtzuerhalten und gesund und glücklich hält. Dritter Punkt ist es, warum. Schreibe dir im Detail auf, warum du aufhören wirst. Für mich keine Angstzustände mehr haben wollte und ich wollte nicht mehr miserabel fühlen, weil ich jedes Mal, wenn ich Pornos geschaut habe, ein schlechtes Gewissen hatte und es mich emotional müde gemacht hat. Schreib auch gerne in deine Kommentare, was deine Gründe fürs Aufhören sind, würde mich sehr interessieren. Auf jeden Fall ist es wichtig, auf deine Gründe immer wieder zurückzukommen und emotional damit in Kontakt zu stehen, denn du wirst schlechte Tage haben, wenn du wieder müde bist, dann kann es wieder zu Rückschlägen kommen. Sobald du der Versuchung näher kommst, lest dir die Gründe laut vor. Das vierte Punkt ist die Rechenschaft ablegen. Du kannst es alleine schaffen, jedoch ist es zu zweit viel besser. Das heißt, du suchst dir jemanden, der in der gleichen Situation ist, eine Person des Vertrauens, ein guter Freund, eine gute Freundin. Du sprichst mit ihr drüber. Erstmal das Sprechen ist allein schon notwendig und hilfreich. Und wenn die andere Person auch in der gleichen Situation ist und motiviert ist, damit aufzuhören, dann kannst du dich zusammentun. Und jedes Mal, wenn du in Versuchung kommst, kannst du Protokoll führen über das, was du erlebt hast. Und einmal, meistens am Abend, habe ich es gemacht mit meinem Kumpel, dass ich eine SMS schicke und sage, hey, heute war ich wieder in Versuchung. Zu dem Zeitpunkt, weil ich das gesehen habe, weil ich in die Werbung geschaut habe, weil ich ein Plakat gesehen habe auf der Straße. Dann gibt es zum Thema Rechenschaft auch noch eine andere Alternative, die ist allerdings kostenpflichtig. Das ist eine Applikation, die heißt Covenant Eyes. Die kostet einen 2-stelligen Betrag pro Monat. Wirst du dadurch engagiert, disziplinierter zu sein und nicht mehr in Versuchung zu kommen. Also kannst du auch gerne ausprobieren. Der Link ist auch in der Beschreibung. Und der fünfte und letzte Punkt und für mich der springende Punkt, ist das Setzen von Zielen und das Verfolgen deiner Träume. Die simpelste Möglichkeit, um eine Sucht, um eine schlechte Gewohnheit abzulegen, ist sie durch eine positive, eine zielführende Gewohnheit zu ersetzen. Also je mehr du beschäftigt bist mit dem, was dich positiv, was dich glücklich macht, desto weniger hoch ist die Gefahr des Rückschlags. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass du das richtige Ziel gesetzt hast. Dafür kannst du dir einen Link drücken auf ein anderes Video. Wenn du dir allerdings ein Ziel gesetzt hast, was deine Kreativität und deine mentale Fertigkeiten fordert, dich maximal lange am Tag beschäftigt und erfüllt, steigert das Ganze nicht nur dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, sondern auch den Glauben in dich und schafft dir eine gewisse Selbstbefriedigung, was dem Dopaminausstoß durch das Pornoschauen gleichkommt. Du schaffst es durch deine Kreativität, dieses innere Potenzial, diese Dynamik, die in dir besonders als Mann vorhanden ist, einzusetzen, dann ist der Effekt davon, dass du dich selbst dadurch befriedigst und glücklicher wirst, noch anziehender für andere Menschen wirst und deine Tätigkeit nicht nur dir Freude bringt und dich bereichert, sondern auch andere Menschen. Lass uns nochmal kurz die Bekämpfungsmethoden zusammenfassen. Zum Ersten ist die Implementierungsgeschwindigkeit, die zählt. Zweitens musst du
jede Art von Versuchung vernichten. Drittens, du musst dein Warum wissen und aufschreiben und immer parat haben. Viertens, du brauchst jemanden, um Rechenschaft abzulegen. Fünftens, du brauchst eine Herausforderung, ein Ziel und einen Plan dafür, um dich maximal damit zu beschäftigen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn ja, dann hinterlass mir doch gerne ein Like oder auch gerne ein Abo. Wenn nicht, dann auch gerne ein Dislike und schreib es in die Kommentare, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Und leite es gerne an Menschen weiter, die davon betroffen sind und nicht wissen, wie sie aufhören sollen.